geht's? Dir? Ist es? Was soll denn sein? Also ich? Ja, also. Oh, Georg, lass das. Ich habe einfach keinen Bock mehr, dich immer nur im Knast zu besuchen. Ich brauche jemanden, der sich um mich kümmert. Komm, hab dich nicht so. Ich bin bald hier raus. Für wie lange denn? Das hast du das letztes Mal auch gesagt. Hast du einen anderen? Quatsch, darum geht's doch auch überhaupt nicht. Wer ist es? Es geht doch schon seit Jahren so immer dieselbe Scheiße. Du baust irgendeinen Kack und wenn sie dich schnappen, kann ich sehen, wo ich bleib. Glaub mir, Edith. Das passiert mir nicht nochmal. Die sehen mich hier drin nie wieder. Vergiss es, du bist ein Schwätzer. Sagt doch jeder. Wer sagt das? Ist doch egal. Für mich ist jedenfalls Schluss. Ich lass mich scheiden. Lisa! Du? Was ist los? Willst du mich nicht reinlassen? Mach, dass du wegkommst. Du hast hier nichts mehr zu suchen. Ein Scheiß, mal die Tür. Hau ab, verschwinde. Ich will dich nicht mehr sehen. Mann, wir sind seit einem Jahr geschieden. Jetzt kapier das doch endlich. Was soll das? Ich bin wieder draußen. Von mir aus können wir die ganze Scheiße vergessen. Bist du bescheuert? Wenn du nicht sofort verschwindest, passiert was. Marissa, das ist meine Wohnung. Das war sie mal. Oder ist jemand da drin? Das geht dich in Scheißdreck an. Verpiss dich. Da ist jemand da drin. Das geht dich nichts an, du sollst dich verpissen. Geh aus dem Weg. Na, wieder raus, Paula. Ach, hab ich's doch gewusst. Lass mich! Ich hab's gewusst. Was war's jetzt, Paula? Du hast gleich richtig verstehen, Freund. Ich will dich hier verdammt nochmal nie wiedersehen, sonst hätte ich dir die Beulen auf dem Hals, ist das klar? Ist das klar? Du kleiner Wichser! Für dich gibt's hier nichts mehr zu holen! Irgendwann krieg ich ihn noch mal! Verlass dich drauf! Dann mach ich fertig! Und den Typen gleich mit! Ja, vorher landest du ja doch wieder im Bau!
Ein Bier? Ja. 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 Lass mal Luft raus. Hast du schon gesehen? Dein Kumpel ist wieder draußen. Mensch, Georg. Mensch, Uli. Asche sein, aber einmal Helle Schein über sieben Brücken. Scheiße. Scheiße auf die Weiber. Ich hab dir doch gesagt, den kannst du nicht trauen. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. La, 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 la. Wie, hier wohnst du jetzt? Was Besseres gibt's doch gar nicht. Es ist keine neugierigen Nachbarn, die dir Fragen stellen. Außerdem kostet's nichts. Setz dich erst mal hin. Du hast dich wirklich nicht verändert. Bei dir sieht's aus wie immer. Wie? Sag mir mal lieber, was du vorhast. Du hast doch was vor, oder? Eine Bank. Du. Weißt du überhaupt, auf was du dich da einlässt? Ey, lass das lieber bleiben, ja? Bleib du mal schön bei deinen Brüchen. Eine Bank ist eine Nummer zu groß für dich, weißt du? Da geht man nicht einfach so rein. Sowas muss geplant sein, ja? Deshalb habe ich ja gedacht, dass wir, du und ich, Mensch, Harry, mit deiner Erfahrung, die zusammen macht es mit links. Außerdem habe ich einen Kumpel, der war sofort dabei. Nein, nein, ich bin draußen. Für mich ist Schluss. Dann komm, einmal noch. Einmal zeigen wir es denen noch. Schön absahen. Taxi fahren, das doch nicht. Das kann's doch nicht sein. Was kommt da schon bei rum, ne? Hör mal zu, Paula. Ich habe keine Lust mehr, in den Knast zu wandern. Nicht mehr in meinem Alter, ja? Meinst du ich? Deswegen komme ich doch zu dir. An welche Bank hast du gedacht? Egal, irgendeine. Nee, du. Es bleibt dabei. Und außerdem, mit dir würde ich nie eine Bank machen. Hier. In der alten Zeiten wieder. Wer ist das denn? Mir machst du doch nichts vor. Komm, lass das. Hier. Mach mal, ich hab Kundschaft. Guten Tag. Nehmen Sie Platz. Was ist denn jetzt? Los, komm. Sag du mal. Ach, den kannst du vergessen. Ist auch nur ein Lauer. Aber du hast doch gesagt, dass wir den brauchen. Ich weiß selber, was ich gesagt habe. Und was, wenn wir es so machen wie immer? Ich hab einen guten Tipp.
du Sau! Dich krieg ich noch! Sind Sie sicher, dass er da rauskommt? Todsicher, da steht er sein Wagen. Und das Geld hat er immer dabei. Klar, ist ein ganz Schlauer. Er bringt das immer mit der Plastiktüte zur Bank. Das ist er. Bist du wahnsinnig? Nimm die Knarre weg! Wo die Kohle ist! Ich baller dir eine Kugel in den Schädel! Schauen Sie mir, das ist alles. Das große Geld wird immer schon am Nachmittag abgeholt. Hey, was ist da los? Scheiß was weg. Soll das? Bist du blöd? Wo ist denn die Knarre her? Ja. Ich hab schon gedacht, du ballerst mir nichts ab! Mein Gott, hab ich. Draußen schon wieder die gleiche Scheiße. Dass du das nicht kapierst, ist mir klar. Aber du musst doch wissen, dass sie dich jetzt besonders auf dem Kieker haben. Ach Mensch, Maria, jetzt reg dich doch mal ab. Was soll denn schon groß passieren? Wenn jemand fragt, dann machen wir den ganzen Abend hier. Jetzt geh doch mal weg da von dem Fenster. Du machst einen ganz Kirre damit. Was für eine Scheiße, ey. Der ganze Stress wegen den paar Lappen? Da hab ich am Knast mehr Kohle gemacht. Das kann doch gar nicht angehen, da muss viel mehr drin sein, bei so einem Laden. Dass sie einmal auf dich verlässt. Mann, das war ein Spitzentipp. Scheißtipp war das. Ich kann nicht schlafen, ihr seid zu laut. Komm, lass mich das machen. Komm, ja, okay, geh auf, bring dich wieder ins Bett. Ups, ups. Das konnte ich doch nicht ahnen. Woher hätte ich denn das wissen sollen? Wenn du da bist, ist es irgendwie schöner. Das geht so nicht. Außerdem komme ich ja wieder. Aber was hältst du davon, wenn wir mal so richtig verreisen? Ganz weit weg. Oh ja, das wäre was. Und wohin? Das überlegen wir noch. Jetzt schlafen wir erstmal. Gute Nacht. Leg dich schön hin. Schlaf gut.
hab keinen Bock mehr auf die kleinen Scheiße. Wir müssen jetzt endlich was Anständiges auf die Beine stellen. Was stellst du dir da vor? Eine Bank. Eine Bank? Ist das nicht eine Nummer zu groß für uns? Nicht, wenn wir es richtig angehen. Ja, so wie bei dem Supermarkt. Ach, das war doch ein Scheiß-Tape. Deswegen machen wir es jetzt auf meine Weise. Und wenn sie dich schnappen? Hast du eine Ahnung, wie lange die dich dafür einbuchten? Was glaubst du, was die anderen machen? Die klauen, bescheißen doch alle. Aber doch nicht so. Mensch, Maria, überleg doch mal. Einmal richtig abkassieren, einmal richtig leben. Wenn du mal die Kleine. Weißt doch mal, dein Ex, da kümmert sich auch ein Scheißdreck um euch. Ja, trotzdem. Maria, wenn alles klappt, dann fahren wir weg. Alle zusammen. Raus hier, raus aus der Scheiße. Hallöchen, wir können hier nochmal in der Welle einen heißen Sommertag liegen vor uns. Die Temperaturen, das ist das wunderbare Goldwetter. Wie Reinhold Messmer, der ganz gute Tag. Wir freuen uns auf leichte Kleidung, beste Laune, die servieren wir Ihnen frei Haus und im Übrigen ein ganz besonders schönes Arbeiten. Also in diesem Sinne, ab dafür. Sommerabend, über blühendem Land, schon seit Mittag stand ich am Straßenrand. Bei jedem Wagen, der vorüberfuhr, hob ich den Daumen. Auf einem Fahrrad kam da ein Mädchen. Uli, komm jetzt, mach! Sie sagte, ich bedauere, dich sehe, doch ich lachte und sprach, ich brauch keinen weichen Daumen. Ein Bett im Korbett, das ist immer frei, denn es ist normal. Und was ist schon dabei, ich will den Segen. Und es duftet nach Hause, wenn ich träume. Hier. Oh, geil. Revolver, wo ist denn den her? Wenn ich was organisiere, dann klappt das auch. Komm her auf. Zur Arbeit. Ich dachte, wir wollten Mutti heute an ihrem Geburtstag überraschen. Ja, das tun wir ja auch. Bis Mutti von der Arbeit kommt, haben wir noch genügend Zeit. Was habt ihr denn vor? Nichts. Was heißt hier nichts? Überraschung. Nichts verraten. Ehrensache. Ehrensache. Tschüss. Tschüss. Bis später. Thank you.
Soll ich dich abholen? Lass mal, ich denke, ihr habt noch genug zu tun. Ich komme schon allein nach Hause. Oh lala, hoffentlich nicht. Lass es nicht so spät werden, ja? Wir möchten schließlich auch noch was von unserem Geburtstagskind haben. Tschüss. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist aber lieb, danke. Und alles Gute. Danke. Was ist auf? Mein Gott, das hört sich schrecklich an. Wann sind Sie denn nicht zu Hause geblieben? Sollen wir die Geburtstagsfeiern gehen lassen? Alter, das ist ein Nerven! Schließ doch vorne ab! Beeil dich! Los, komm! Wo ist das Geld? Im Tresor. Wo ist der? Los! Komm hier, beweg dich! Komm! Zack, zack, zack! Worauf wartest du? Aufmachen! Er lässt sich nur durch eine Zahlenkombination öffnen. Und? Ich weiß sie nicht. Wie so eine Scheiße willst du mich verarschen? Mach es den Tresor auf oder es passiert was! Nein, ehrlich, ich weiß sie wirklich nicht! Nun geben Sie ihm doch die Kombination! Es hat doch keinen Sinn! Wollen Sie, dass Sie uns umbringen? Ja, Scheiße! Je schneller wir die Krone haben, je schneller sind wir weg! Wir wollen überhaupt nichts von euch! Aber Sie brauchen den Schlüssel und den habe ich nicht! Jetzt habe ich die Schnauze voll, warum? Weil das so ist! Du machst es sofort den Tresor auf! Oder ich knall dich ab! Hörst du? Ich knall dich ab! Nein, bitte, bitte! Um den Tresor zu öffnen, brauchen Sie den Schlüssel. Wir kriegen ihn bestimmt die Kohle verrecken, ne? Und wer hat den Tresor, oder was? Ja, der Chef! Der Chef hat ihn! Woher kommt der? Ich weiß es nicht. Und du hältst das Maul. Los! Mach schon! Ja, was ist? Er ist weg. Da ist niemand. Und jetzt? Glaubst du, er hat was gemerkt? Quatsch! Scheiße, und wenn doch? Wenn er jetzt die Bullen holt, Mann, lass uns abbauen. Ohne Schlüssel hat er sowieso keine... Abwarten! Hier muss irgendwo Kohle sein. Darauf hältst du, pass auf. Glauben Sie mir, hier ist kein Geld. Das wird alles über Nacht weggeschlossen. Glaub ja nicht, du kannst mich verarschen. Das stimmt nicht, das ist die Wahrheit. Gibt's doch gar nicht. Irgendwo muss doch hier Kohle sein. Was macht ihr denn sonst, wenn er nicht kommt? Keine Ahnung, wir hatten sowas noch nicht. Vielleicht kommt jemand von der Hauptstelle, was weiß ich? Was ist denn mit dem Nachttresor? Da kommen wir doch ran! Kommen Sie da weg, wenn die Sie sehen! Die Polizei muss jeden Moment hier sein. Kommen Sie. Mach, komm, beeil dich! Komm, komm, komm! Scheiße, die Bullen! Und jetzt, wie kommen wir hier raus? Hier muss doch irgendwo noch ein Ausgang sein! Da hinten, aber der ist abgeschlossen. Scheiße! Scheiße! Verdammte Scheiße, wo ist der Schlüssel? Der Schlüssel! Der Schlüssel! Ich weiß es auch nicht! Das gibt's doch nicht! Die Fenster sind vergittert! Das ist hier eine Bank! Scheiße, wir sitzen in der Falle! Komm, lass uns abhauen, bevor noch mehr Bullen auftauchen. Mit dem Paar wäre schon noch fertig. Ohne Geld gehe ich hier nicht raus. Guck dir das doch an, Mann! Die haben da was vor! Die Wichser sind unser Lebens... Dann baller ihm was von Lars, dann hauen die voll ganz alleine ab! Kommen. So, es wird mit dir bald verbohlen. Komm, lass es abhauen. Wir ziehen das Ding hier durch. Was? Wie denn? Dann ist das jetzt eine Geiselnahme. Oh, oh Gott! Na
Bist du bescheuert? Mensch, überleg doch mal. Uns kann doch nichts Besseres passieren. Damit haben wir die doch in der Hand. Die können gar nichts machen. Wir können verlangen, was wir wollen. Jetzt sind wir am Drücker. Hilfe! Hilfe! Ich will hier raus! Ich will nicht sterben! Los, erzähl ihr! Los! Ihr stirbt niemand! Auf Bord! Und dann geht's nicht! Warum lassen Sie uns jetzt nicht einfach gehen? Wir haben doch alles gemacht, was Sie gesagt. Du geh ans Fenster und pass auf. Und halt drauf, wenn irgendwas ist. Und? Alles ruhig! Pass trotzdem auf. Was für eine Scheiße. Wie komme ich denn hier raus? Null! Sie müssen erst die Null wählen. Quatsch, eine Null. Wir sehen. Ich bringe uns hier raus. Mit Kohle. Hallo? Ist da die Polizei? Hallo? Sind Sie noch dran? Wer hier ist? Das ist doch scheißegal. Wir sind die, die die Bank überfallen haben. Und jetzt hör mal gut zu. Wir haben die beiden Frauen als Geiseln. Und wenn ihr wollt, dass denen nichts passiert, dann tut genau das, was wir wollen. Kapiert? Also, wir wollen 500.000 in kleinen, gebrauchten Scheinen. Und nicht registriert. Und keine Tricks von wegen Minisender oder so einem Quatsch. Klar? Und außerdem brauchen wir den Tresorschlüssel und einen schnellen Wagen. Am besten ein 7er. Na, BMW! Und alles möglichst schnell. Und wenn nicht, dann wisst ihr, was passiert. Und versucht uns nicht zu linken. Wir sind keine Anfänger. Und wenn doch, dann knallt's! Na, was habe ich gesagt? Es dauert nicht mehr lange und wir gehen hier als reiche Leute raus. Glaubst du, die lassen sich drauf ein? Ja klar, du hättest sie mal hören sollen. So klein mit Hut waren die. Denen geht der Arsch auf Grundeis. Die tun genau das, was wir wollen. Habt ihr gehört? Dauert nicht mehr lange. Sobald wir das Geld haben, lassen wir euch frei. Psst. Das wird alles wieder gut. Nicht mehr lange und wir sind wieder frei. Wenn sie nichts haben, die uns vorher schießt. Georg, bist du bekloppt? Komm doch mal her, schnell! Richtig, das ist alles bloß Show, die wollen uns einschüchtern. Du hast doch gesagt, die machen, was wir wollen. Und guck dir das doch an! Solange wir die da haben, da kann uns gar nichts passieren. Trotzdem, ich will, dass sie jetzt verschwinden, das mache ich ja! Wenn da jemand herkommt, dann schieße ich weg! Ich will, dass hier nicht mehr Leute evakuiert werden. Ihr Wichser, oder? Die Leute sollen von den Fenstern verschwinden. Verpest euch! Und sämtliche Zugänge sichern, damit uns hier keiner ins Schussfeld läuft. Mitkommen! Sorgt dafür, dass die Leute... Nochmal, jede Provokation vermeiden! Habt ihr das gehört, ihr Wichser? Ich mein's ernst! Das hab ich aber nicht mehr aus der Fall! Auf! Lass mich! Lass mich! Nein! Nein! Lass mich! Doch, nur aufstehen! Hilfe! Hallo! Lass hier kommen! Schau dir das an! Siehst du das? Wenn uns irgendwas passiert, dann könnt ihr euch bei denen da bedanken, wenn es dann überhaupt noch geht! Sie haben das nicht überantworten! Los! Aufschließen! Du sollst aufschließen! Hey, ihr scheiß Bullen! Schaut her! Wie gefällt euch das? Wollt ihr mal diese Handknalle? Hey! Ich will mit denen reden. Ich brauche eine Verbindung da drinnen. Schnell! Wo ist der Filialleiter? Den brauche ich jetzt hier. Wo ist der Linksfeld? Los, schafft ihn rüber zum Kommandowagen! Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Bitte treten Sie hinter die Absperrung zurück. In Ihrem eigenen Interesse verlassen Sie den Platz. Ja? Hier ist Hauptkommissar Stöhr. Mit wem spreche ich? Mit wem wohl? Wir haben Schüsse gehört. Was ist los? Ist jemand verletzt? Nichts ist los. Hier ist alles in Ordnung. Was ist los mit den Geiseln? Sind sie wohlauf? Sag ich doch. Die sind okay.
Ziehen Sie lieber Ihre Leute zurück. Ich will da draußen niemanden mehr sehen. Dagi, wenn die da nicht verschwinden, dann schieße ich einfach den Geiseln ins Bein. Sie haben es gehört. Bitte beruhigen Sie sich. Wir machen, was Sie wollen. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Unsere Leute sollen verschwinden. Ich will niemanden mehr von der Bank sehen. Hallo, hören Sie? Ja, wir haben gemacht, was Sie verlangt haben. Überzeugen Sie sich selbst. Hallo? Hören Sie? Scheiße. Die Verbindung ist weg. Er ist weg. Was ist los? Keine Ahnung. Der hat aufgelegt. Ach, versuch's doch mal. Herr Stör, Sie haben mit den Bankräubern gesprochen. Was leid, tut mir leid. Welche Forderungen stehen? Ich keine Auskunft gegeben. Wie viele Bankangestellte finden sich in Ihrer Gewalt? Wissen Sie schon, was ist? In diesem Moment trifft der Verhandlungsführer der Hamburger Polizei, Josef Kranz, am Tag. Offensichtlich scheint sich die Lage doch zuzuspitzen. Der Bank auf den Dächern. Den Fenstern gegenüber. Ja. Und der Kollege. Auch dahinten. Stör, die Verbindung steht wieder. Außerdem werden wir rechts und links vom Eingang 2-0 zugehen. Wenn irgendwas passiert, können wir sofort stören. Ja. Irgendwie sind wir unterbrochen worden. Kann ich mit den Geißeln reden? Ich muss wissen, wie es ihnen geht. Hören Sie nur ganz kurz. Ich will mich nur überzeugen. Sehen Sie zu, dass wir unser Geld kriegen, damit basta. Lassen Sie wenigstens den Filialleiter mit Ihnen reden. Nun kommen Sie schon. Was ist dabei, hm? Hallo? Längsfeld hier. Ich bin der Filialleiter. Könnte ich bitte mit meinen Angestellten sprechen? Hey, euer Chef will mit euch sprechen. Mache ihm klar, dass wir es ernst meinen. Je schneller die mit der Kohle rüberkommen, umso besser für uns alle. Hallo? Ich will mithören. Herr Längsfeld, Gott sei Dank. Wie geht's Ihnen? Wie geht's Frau Bauer? Wie soll es denn schon gehen? Was ist mit dem Geld? Ja, das läuft. Können Sie denn nichts machen? Ich habe die Hauptstelle informiert. Die werden das Geld schon zahlen. Aber wann? Wie lange dauert denn das noch? Ich kümmere mich persönlich drum. Sie können sich drauf verlassen. Sie dürfen jetzt nur nicht die Nerven verlieren. Wir haben solche Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert. Glauben Sie mir, ich tue, was ich kann. Frau Klages, hier spricht Hauptkommissar Stöhr. Können Sie reden? Wir brauchen Informationen. Wie groß ist die Anzahl der Täter? Sind es zwei oder mehr? Sie brauchen nur mit Ja oder Nein zu antworten. Sind es zwei? Ja. Wie sind die Täter bewaffnet? Haben Sie außer Ihren Pistolen noch andere Waffen? Was ist das für eine Scheiße? Ich weiß es nicht. Können Sie nicht reden? Werden Sie bedroht? Ja, ich werde bedroht. Was denken Sie denn? Was soll das, Quatsche, Bulle? Bring lieber die Sache hier in Gang, sonst gibt's ja den ersten Toten. Sind Sie so einfach, wie Sie sich das vorstellen, geht das nicht. Es liegt nicht an mir. Ja, dann labern uns nicht zu. Ich will jetzt nur noch mit jemand reden, der wirklich was zu sagen hat. Und nicht irgend so ein Popanz. Herr Karras, sind die Leute in Gefahr? Herr Karras, sagen Sie doch mal. Herr Karras, gibt es jetzt endlich Informationen für uns? Entschuldigung. Herr Karras, gibt es uns? Herr Karras, gibt es uns? Von uns aus alles klar. Der andere? Was ist mit dem anderen? Keine Ahnung. Kann ich im Moment nicht ausmachen. Mann, sag jetzt, sie soll aufhören zu flennen. Tut dir doch keiner was. Mein Gott, vor dem Bullen muss man so tun. Die nehmen einen Satz nicht ernst. Ich habe ein scheiß Gefühl, wir hätten doch abhauen sollen. Jetzt kann beide Täter sehen. Auf keinen Fall schießen. Die Sicherheit der Geiseln hat Vorrang. Weiteren Befehl abwarten. Pass mal auf. Ja? Sie wollten mich sprechen? Was? Mein Kollege sagt, dass Sie mit mir sprechen wollten. Ich habe hier das Kommando. Ich bin ja sozusagen Ihr Ansprechpartner. Mein Name ist Karras. Wer sind Sie? Soll das ein Witz sein? Da kann ich Ihnen ja gleich meinen Ausweis zeigen. Hören Sie, ich muss da wissen, wie Sie ansprechen sollen. Was glaubst du, wer ich bin? Der Papst? Gut, dann sage ich in Zukunft Josef zu Ihnen. Dann schon wieder Maria. Pass mal auf, Otto, Oskar, Sepp oder wie du sonst heißt. Wenn du wirklich was zu sagen hast, dann erklär mir doch mal, warum das mit dem Geld so lange dauert. Weil wir werden hier nicht ewig warten, ist das klar? Wenn also nicht bald die Kohle anrollt, das Auto, und wir unbehelligt abhauen können, dann... Verstehe. Na, dann ist ja gut. Sonst noch was? Die Staatsanwaltschaft möchte euch ein Angebot machen. Ich mach keine Geschäfte mit so jemand. Ich kenne die Justiz und auch euch Bullen. Wenn Sie innerhalb einer Stunde die Geiseln freilassen und aufgeben, dann wird man vor Gericht 6 Monate beantragen. Haben Sie das gehört? Nur 6 Monate.
Das müssen sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das könnt ihr euch abschminken. Ich gehe lieber kaputt, bevor ich nochmal in den Knast gehe. Also, wenn Sie mich fragen, das ist ein sehr großzügiges Angebot. Überlegen Sie sich das. Wenn ich an eurer Stelle wäre... Du bist aber nicht an meiner Stelle. Du warst es nie und wirst es nie sein. Dann müssen Sie damit rechnen, dass Sie die ganze Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Sie können sich ja ausrechnen, was das heißt. Bewaffneter Banküberfall. Geiselnahme. Wir kommen gut und gerne 15 Jährchen zusammen. Ich glaube, die haben was gemerkt. Was ist denn die Scheiße? Was ist denn? Ich verstehe Sie nicht. Was meinen Sie denn? Die stürmen die Bank! Ihr Schweine wollt uns reinlegen! Nein, das ist Unsinn! Wir versuchen, die Leute aus dem Haus zu schaffen, zur Sicherheit. Das können Sie mir glauben. Und du kommst vom Fenster weg, oder willst du noch nicht abknallen? So, jetzt reicht's mit dem Gelaber. Noch so ein Ding, und es knallt. Ihr Wichser! Und sag deinem Staatsanwalt, es soll hier nicht einen Hartmann geben. Sonst ist hier für alle Schluss. Entweder wir kommen hier raus, oder wir gehen alle kaputt. Mann, jetzt seien Sie doch vernünftig. Wir können doch über alles reden. Ich will nicht reden. Ich will Tatsachen. Bedrohen lassen wir uns grundsätzlich nicht. Wenn hier jemand droht, dann sind wir das. Wir haben die Waffengewalt. Und wir entscheiden über Leben und Tod. Ist das klar? Anfänger sind das jedenfalls nicht. Wir müssen versuchen, Zeit zu schinden. Wir müssen sie irgendwie mürbe machen. Wie sieht's bei euch aus? Wir haben alle Varianten durchgespielt. Aber ohne die Geiseln zu gefährden, wir haben keine Chance. Was mit den Mikros? Meine Leute sind dabei. Auf alle Fälle werden wir die Sache hier beenden. Heute Morgen haben zwei bewaffnete Gangster die Filiale der Heute Morgen überfielen zwei Männer die Stadtsparkasse hier in Harburg. Sie sind bewaffnet. Im Geiseltrauma von Harburg ist die Lage weiter. Gespenstische Ruhe herrscht hier auf dem Vorplatz der Stadtsparkasse von Hamburg-Harburg. Noch immer halten zwei brutale Geiselgangster zwei weibliche Bankangestellte in ihrer Gewalt. Die Polizei zurückgezogen. Dass sie bereits auf die anrückenden Polizisten geschossen haben, zeigt, dass sie rücksichtslos und brutal vorgehen. Doch willen sie eine Sonderkommission ist eingesetzt. Bislang hat die Polizei noch kein offizielles Statement abgegeben. Die Lage Der Leiter der Polizeisonderkommission Karas hatte inzwischen telefonischen Kontakt zu den Geiselgangstern. Es sei mehrfach in der Bank nicht, haben wir mehr Informationen für Sie, melden wir uns sofort. Das war's von hier, Alexander Schmidt, live für Hamburg 1. Lars Petersen für NTV aus Hamburg. Von der Geiselnahme der Stadtsparkasse, Carsten Neff live für Sie vor Ort. Selbstverständlich werden wir Sie auch weiterhin über das aktuelle Geschehen vor der Stadtsparkasse auf dem Laufenden halten. Jetzt erst einmal weiter mit Musik. Verarschen uns doch. Die wollen es doch bloß hinhalten. Ich weiß gar nicht, was du willst. Läuft doch. Das hast du schon vor Stunden gesagt. Und? Außerdem, ein bisschen hier haben wir gar nichts. Was ist denn mit dem großen Geld? Wie lange willst du denn hier noch abhängen? Scheiße! Scheiße! Keine Lust zu warten, bis sie in aller Seelenruhe hier reinmarschieren und uns abkassieren. Ohne mich! Und, weißt du, was besser ist? Wir müssen die Bullen unter Druck setzen. Und wie? Die wollen auch Blut sehen. Sonst glauben die doch, wir kaspern hier nur so rum. Wir schießen einfach eine von denen da an. Was meinst du denn, wie die da draußen rumspringen? Quatsch. Mach keinen Scheiß! Mach die Tür auf! Mach die Scheiß-Tür auf! Hör doch auf mit dem Scheiß! Los, kommt da raus! Kommt da raus, los! Ihr seid rausgekommen! Was
glaubst du, was die Bullen machen, wenn du jetzt hier blöde anfängst rumzuballern? Das ist mir doch scheißegal, ob das passiert überhaupt irgendwas. Mann, wir brauchen die beiden doch noch. Oder willst du so eine handgeschossene Hände mit dir rumschleppen? Was ist, wenn wir nur so tun? Sie schießen in die Decke und ich bespritze mich mit roter Tinte. Vielleicht hilft das. Ach, so ein Quatsch. Hör zu, wir haben genug von euren Spielchen. Wir geben euch noch genau eine Stunde. Wenn bis dahin nichts passiert ist, dann gibt's den ersten Toten. Morgen, jetzt beruhige dich mal. Bleib mal ganz ruhig. Wir tun ja, was wir können. Das ist nicht so einfach mit dem Geld. Das dauert nun mal. Jetzt lass uns doch vernünftig miteinander reden. Von Mensch zu Mensch. Da gibt's nichts zu reden. Wir haben uns das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du alles so geplant hast, wie das hier abgelaufen ist. Hör mal, Junge, da seid ihr doch so reingeschlittert, oder? Hör mal, bist du am Spinnen, oder was? Und das mit der Staatsanwaltschaft? Ach, geh mir her mit deinem Staatsanwalt. Fängt das schon wieder an. Das klingt doch ganz vernünftig. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du wirklich so ein knallharter Bursche bist, hä? Ohne jede Moral. Moral? Was ist das denn? Komm, leg auf! Draußen ist alles voller Fernsehen! Wer will dich doch nur mit seinem Psychoscheiß in die Tasche labern? Los! Ich bin keiner von den Studierten. Habt ihr irgendwo eine Glotze? Hier kannst du reden. Aber irgendwo eine Glotze haben! In der Teeküche. Ich bin ein verlässlicher Typ. Genau wie du. Mit kein Scheiß. Du bist Bulle und ich bin Verbrecher. Aber du bist ja nicht so geboren worden. Du hast ja auch eine Mutter. Scheiß Mutter. Oder ein Vater. Ja, geh mir ab mit dem. Du willst doch nicht dein ganzes Leben weg. Bla, bla, bla. Jetzt überleg doch mal. Du hast nur deine Zeit. Sieh lieber zu, dass die Sache ins Rollen kommt. Sie mich verarschen? Nein, wirklich. Das ist kein Ende in Sicht. Ein echt menschlicher Zug. Guck dir das an, das sind wir. Wir sind im Fernsehen. Das heißt denn hier menschlich? Wesen zu mir menschlich? Es bleibt dabei. Ihr habt genau eine Stunde. Vor kurzem erst eskalierte die Situation. Und es kam zu einer dramatischen Wendung, als einer der beiden Gangster seine Geisel aus der Bank zerrte. Du bist da auch drin. Willst du dich sehen? Komm her. Du bist da auch. Und zu erschießen drohte. Ja! Vielleicht die Situation vor der Bank einem Herlager. Guck mal da, ist alles voll von uns. Die Polizei mit allen verfügbaren Kräften und Spezialeinheiten vertreten. Ebenso wie alle regionalen und überregionalen Rundfunk- und Fernsehanstalten. Sowie unzählige von Schaulustigen. Sie alle warten darauf, dass... Ja, auf allen Kanälen. ...aus geschossen wurde, hat die Polizei Mühe, die immer größer werdende Zahl von Schaulustigen zurückzuhalten. Inzwischen haben Sondereinheiten und das mobile Einsatzkommando... Wir schaffen das, glaub mir. Wir müssen nur all dem tun, was sie sagen. Hauptsache, wir kommen hier heil raus. Und das Telefonat... Die da draußen halten das doch nur hin. Das merken die beiden doch auch. Wer weiß, wie lange die sich das gefallen lassen. Der ganze Aufwand. Und alles nur wegen uns. Unter den gegebenen Umständen scheint es unmöglich. Was sich zurzeit in der Bank abspielt, können wir leider nur spekulieren. Aber nach dem, was sich hier bereits zugetragen hat, ist mit dem Schlimmsten zu rechnen. Immer wieder versucht die Polizei in Telefonaten beruhigend auf die Geiselgangster einzuwirken, bisher erfolglos. Moment, ich höre, in dieser Sekunde tut sich etwas vor der Bank. Ich schalte um zu meinem Kollegen vor Ort. Herr Lengsfeld, hatten Sie schon Kontakt zur Bank? Hey, das ist doch... Das ist euer Chef! Hat euer Chef telefoniert. Es geht in den Umständen entsprechend gut. Bei der anderen Geisel soll es sich um eine ganz junge Frau handeln, stimmt das? Richtig, Frau Bauer hat gerade erst ihre Ausbildung bei uns beendet. Was ist mit den Forderungen der Gangster? Ist die Bank bereit, das Geld zu zahlen? Natürlich wollen wir das Leben unserer Mitarbeiter auf keinen Fall gefährden. Unsere Bank ist interessiert daran, dass die ganze Geschichte möglichst schnell und unblutig beendet wird. Und konkret? Zahlen Sie, Herr Lengsfeld? Genau das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass der Vorstand zurzeit darüber berät. Ich bin auf dem Weg zur Hauptstelle. Wird es also bald zu einer Lösegeldübergabe kommen? Das liegt nicht allein an uns, das ist auch Sache der Polizei. Das war ein erstes Interview mit dem Filialleiter Volker Lengsfeld. Zurück ins Studio. So viel also zunächst einmal zur aktuellen Situation vor der Bank. Natürlich werden wir Sie auch weiter auf dem Laufenden halten. Bis dahin aber bleiben wir beim Thema und haben eine Expertin im Studio, Diplompsychologin. Kommt der jetzt rüber mit der Kohle oder nicht? Frau Dr. Brauer, um was für einen Typ Täter? Keine Ahnung. Abwarten. Abwarten? Ich hab die Schnauze voll! Die reden und reden. Wer redet? Die da. Die auf jeden Fall Geld absahnen wollen und möglicherweise auch berühmt werden wollen durch ihre Grausamkeiten. Was glauben Sie, in welchem psychischen Zustand sind die Geiseln?
In einem Ausnahmezustand, der seinesgleichen sucht. Weil Todesangst das Schlimmste ist, was Menschen überhaupt aushalten können. Ich habe alle keine Ahnung, wie es wirklich hier drin aussieht. Und, ich kann mir vorstellen, dass nicht mehr. Was ist denn jetzt? Dass, ich bin völlig ausgetrocknet. Sagen, die Räuber sind gar nicht unsere Familie. Was gibt's da zu quatschen? Die Bank, das Geld kommt ja nicht. Die Polizei, die helfen uns hier nicht raus. Lengsfeld hat mir versprochen, dass das Geld kommt. Ach, der. Er hat das doch auch nicht zu entscheiden. Die Polizei macht sowieso, was sie will. Das ist mir völlig egal. Da, was da draußen los ist, die ganzen Leute. Ach, die Leute. Die warten doch alle nur auf eine Sensation. Ist hier irgendwas passiert? Und das Fernsehen? Die können doch gar nicht anders. Die müssen doch auf die Forderung ja, gehen. Wenn es zu spät ist. Wenn die uns schon längst abgeknallt haben. Vielleicht hast du recht. Vielleicht sollen die irgendwie versuchen, auf uns aufmerksam zu machen. Wenn die Öffentlichkeit erfährt, wie die uns hier hinhalten, wenn die das alle wüssten, dann können die gar nicht anders. Dann müssen die reagieren. Also es muss doch einen Grund haben, dass sich jemand in Ihrer Situation... Warum wenden Sie sich an uns? Was versprechen Sie sich? Wir sind jetzt live auf Sendung. Mitzuteilen. Was haben Sie? Wenn Sie wollen, können Sie jetzt sprechen. Ist das, alle können mich hören? Mit wem redet denn der? Die Mensch, die hier im Interview. Herr Karas! Herr Karas! Schnell! Ich glaube, die telefonieren mit der Presse. Schnell. Eigentlich haben die beiden Frauen die Idee gehabt. Wir sitzen hier seit Stunden in der Bank und die Bullen halten uns nur hin. Hinhalten? Was heißt das? Wir haben klare Forderungen gestellt. Kohle, einen Wagen und freien Abzug. Und was machen die? Kommen ständig mit neuen Ausreden. Wenn die glauben, die können uns für dumm verkaufen, dann haben die den Falschen erwischt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Sollen wir irgendwas unternehmen? Na was denn? Herr Wolf! Ja, was gibt's? Hören Sie sich das mal an. Was glauben Sie, können wir für Sie tun? Was versprechen Sie sich von diesem Anruf? Sie können den mal so richtig einheizen, die mal ordentlich unter Druck setzen. Stellen Sie sich das vor? Das ist doch mir scheißegal. Ich will nur, dass alle erfahren, dass es nicht an uns liegt, wenn die Sache hier schief geht. Wenn den beiden Frauen was passiert. Warum kappen die nicht einfach die Leitung? Auf keinen Fall, wir wissen nicht, wie die reagieren. Außerdem, wenn da draußen ein Komplize ist, der Kontakt mit ihnen aufnehmen will. Ach wie denn, die Leitungen sind doch ewig belegt. Die werden nicht schlau ausnehmen. Die telefonieren anscheinend was alle Sender Sie sich ab. Davon? Warum haben Sie das gemacht? Warum? Wegen der Kohle, warum denn sonst? Und wann lassen Sie die Geiseln frei? Naja, müssen Sie Bullen fragen. Wir wären mit dem Geld schon längst weg. Wie geht es denn den beiden Frauen? Na, wie wohl? Beschissen. Hier, können Sie mal selber fragen. Ja? Spreche ich mit einer der Geiseln? Ja, mein Name ist Anna Klages. Ich bitte Sie, helfen Sie uns. Wir warten hier schon seit Stunden und nichts passiert. Die Polizei lässt uns einfach hängen. Ich verstehe das nicht. Es braucht doch nur der Wagen zu kommen und das Geld. Wir können langsam nicht mehr. Werden Sie denn anständig behandelt? Ja, hier ist alles in Ordnung. Die beiden verhalten sich den Umständen entsprechend. Wir haben nur Angst, dass sie die Nerven verlieren, wenn es noch lange dauert. Was sagt denn die Polizei? Ach, die vertrösten uns doch nur. Wer weiß, was die vorhaben. Ihr von der Presse wollt auch nicht, dass was passiert, oder? Dann sorgt er dafür, dass sie unsere Forderungen erfüllen. Gibt es denn da draußen keinen, der bereit ist, uns zu helfen? Konnten Sie denn schon mit Ihrer Familie sprechen? Ihrem Mann, Sie sind doch verheiratet. Ja. Und? Ich weiß noch nicht mal, ob der überhaupt weiß, was hier passiert ist. Mal, wir dürfen nicht durch. Was machen die denn hier? Da ist die Sparkasse, vielleicht wurde die überfallen. Da arbeitet ja meine Mutter. Red keinen Scheiß. Doch, klar. Los, wir müssen sofort deinen Vater anrufen. Und was ist mit Ihren Kindern? Haben Sie welche? Reicht. Schluss jetzt. Können Sie uns denn noch wenigstens schnell sagen, wie es draußen vor der Bank aussieht? Ich meine, was macht die Polizei? Was soll die schon machen? Die stehen dumm rum. Wie alle anderen auch. Ein paar liegen auf den Dächern oder haben sich sonst irgendwo verschanzt. Einer sitzt sogar auf dem Balkon mit einem Pim-Anschlag. Haben Sie denn überhaupt noch eine Chance, da wegzukommen? Wenn nicht, habe ich schon gesagt. Dann gehen wir eben alle drauf. Warum bist du nicht in der Schule? Die haben uns alle nach Hause geschickt. Für den Banküberfall. Was denn für ein Banküberfall? Wo denn? Bei uns um die Ecke. Alle stehen voller Polizeimänner mit Gewehren. Die Bankräuber haben sogar geschossen. Pass mal auf. Du gehst jetzt ganz schön nach Hause und wartest auf mich, ja?
Wo hörst du denn hin? Die Mama muss noch was erledigen. Aber ich beeile mich. Kann ich nicht mitkommen? Tu, was ich dir sage. Was soll ich sagen? Hier ist eh schon viel zu viel gequatscht worden. Wir haben ja gehört, die beiden Frauen sind fix und fertig. Also mir tun die richtig leid. Und alles nur, weil die Bullen nicht mit der Kohle rüberkommen. Wenn hier nicht bald was passiert, können wir für nichts mehr garantieren. Was heißt das? Was haben Sie vor? Also, Sie können mir glauben. Wir haben gut vorgesorgt. Wir sind waffenmäßig gut bestückt. Wenn hier also irgendwas unternommen wird, was mich oder meinen Kumpel in Gefahr bringt, dann klink ich aus, dann ist Sense. Dann gibt's was Peng in die Birne. Und wenn wir alle drauf gehen. Geiseldrama von Harburg ist noch immer kein Ende in Sicht. Das zurück in die Beute. So, habe ich den Kasten? Ja. So, was wollen wir jetzt drehen? Soll ich noch mal den Kasten? Es steht eine Stürme in der Bank, eventuell sogar bevor. Ich kann sagen, wir melden uns sofort, sobald es etwas Neues gibt. Hier vor der Bank spielen sich Tom Muldat die Gesehenen ab. Pressevertreter sämtlicher Medien. Noch immer ist hier vor Ort nicht abzusehen, wie die Polizei auf die Forderungen der Geiselnehmer reagieren will. Weder das geforderte Lösegeld noch der Fluchtwagen sind bisher eingetroffen. Es sieht alles nach einer Hinhaltestrategie aus. Ihren Erfolg allerdings fraglich. Lassen Sie mich durch. Im Inneren der Bank fielen wiederholt Schüsse. Lassen Sie mich durch. Lassen Sie mich durch, bitte. Ich muss zu meiner Frau. Nein, hier geht's nicht durch. Aber meine Frau ist in der Bank. Sie wird darin festgehalten. Sie müssen mich zu ihr lassen. Seien Sie doch vernünftig. Wie können Sie hier nicht durchlassen? Das ist zu gefährlich. Hier, sehen Sie, mein Name ist Klages. Hier, was wollen Sie denn noch? Halt! Allah! Hey, Anna! Bitte lassen Sie mich doch zu mir kommen. Sie können da nicht weiter. Lassen Sie mich doch zu. Und was ist, wenn unser Sender, wenn wir hier das Lösegeld aufbringen, lassen Sie dann die Geiseln frei? Warum nicht? Wem das Geld kommt, ist uns egal. Wir sind da nicht wählerisch. Das kommt überhaupt. Okay, aber können Sie uns garantieren, dass die Geiseln dann auch wirklich freikommen? Ja, wenn ich es Ihnen doch sage. Wir müssen natürlich sicher sein, dass Sie das Geschäft exklusiv nur mit uns machen. Was ist heute schon sicher? Das gibt's doch gar nicht. Wären die denn damit einverstanden? Warum nicht? Ich denke, sie sind froh, wenn sie endlich hier rauskommen. Für die beiden ist es auch nicht. Das ist doch der Paula. Die eigentlich ganz gut gehalten haben. Haben Sie das gehört? Okay, trotzdem brauche ich die Zuschauer der beiden Frauen. Ich muss wissen, ob die überhaupt mitziehen. Ja, das müssen Sie sich schon selber fragen. Hey, hier, Kleine. Hast du gehört? Sag denen mal was. Ja, komm. Sag denen irgendwas. Ja? Mit wem spreche ich jetzt? Mit Kirstin Bauer. Frau Bauer, haben Sie gehört? Wir werden die Sache jetzt von uns aus in die Hand nehmen. Was sagen Sie dazu? Ich weiß nicht. Frau Bauer, was wir jetzt von Ihnen brauchen, das ist ganz wichtig, hören Sie zu, ist die Zustimmung von Ihnen und Ihrer Kollegin. Hey, was soll das? Wo wollen Sie denn hin? Ich bin gleich zurück. Wir wollen die ganze Story. Das heißt, dass Sie nur mit uns über all das sprechen, was in dieser Bank passiert ist. Und keinem anderen mehr irgendwelche Interviews geben. Das ist ganz wichtig. Sie dürfen mit keinem anderen darüber reden. Dafür werden wir dann das Lösegeld bereitstellen. Haben Sie das verstanden, Frau Bauer? Polizei? Frau Bauer, sagen Sie doch was. Ich meine, ich verstehe Sie ja, aber je eher wir die Sache hinter uns bringen, desto schneller haben Sie die Sache verstanden. Frau Bauer, beruhigen Sie bitte. Ich kann Sie verstehen. Wir alle fühlen mit Ihnen. Gibt es vielleicht jemanden, dem Sie etwas sagen wollen? Vielleicht Ihren Eltern oder Ihrem Freund? Vielleicht meinen Eltern. Frau Bauer, reden Sie einfach. Sagen Sie jetzt, was Sie wollen. Hallo Mama. Hallo Papa. Ich wollte euch nur sagen, dass es mir gut geht. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, ja? Ihr seht ja, die Kleine ist schon ganz irre. Also, was ist jetzt? Komm doch mal her, ganz schnell! Genau mit der Chefredaktion abklären, ja. Aber ich sehe da... Ja, ich muss jetzt auflegen. Sie können ja später nochmal anrufen. Es wird vermutet, dass er das geforderte Lösegeld bei sich hat, um es der Polizei zu übergeben. Herr Lengstedt, hat sich Ihre Bank bereit erklärt, das Lösegeld zu zahlen? Ja, ich habe das Geld bei mir. Ich bin bei mich, die geforderte Summe zu übergeben. Und was genau wird passieren? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Danke. Herr Lengstedt, gerade Probleme beim Beschaff des Lösegeldes. Wie es aussieht, kommt jetzt also Bewegung in das Geiseldrama von Harburg. Endlich! Was habe ich gesagt? Wir haben es geschafft, wir haben sie klein gekriegt. Wir sind jetzt reiche Leute. Habt ihr gehört? Wir haben es geschafft. Euer Chef hat Wort gehalten. Nicht mehr lange, ihr könnt mal nach Hause. Endlich wieder zu Hause.
Wir haben inzwischen mehr Reaktionen auf die Interviews. Ein paar Leute glauben, die Stimme erkannt zu haben. Ja und? Irgendwas Konkretes? Vielleicht. Ein ehemaliger Knacki ist sich ziemlich sicher, mit ihm in Santa Fu gesessen zu haben. Gut, dann sieh mal zu, was du rausfinden kannst, ja? Okay. Also, die Sache hat doch sein Gutes gehabt. Das muss gefeiert werden. Habt ihr Gläser? Na los, darauf müssen wir anstoßen. Wir haben auch Sekt. Sekt? Ja, da hinten auf dem Boden. Das ist ja wie bei feinen Leuten. Ja, genau, daran musst du dich langsam gewöhnen. Auf die Bank! Prost! Prost! Edel Paula? Ja. Oh, Moment mal. Sind Sie auf Ihr Mann zurzeit auch her? Das ist nicht mehr mein Mann. Wir sind längst geschieden. Also, was wollen Sie von mir? Das letzte Mal gesehen. Das weiß ich. Keine Ahnung. Der wohnt hier schon lange nicht mehr. Was ist denn überhaupt los? Was hat der Spinner denn wieder angestellt? Tun Sie nur so oder wissen Sie es wirklich nicht? Hören Sie. Ich bin froh, dass ich den Idioten endlich los bin. Und jetzt sagen Sie mir endlich, worum es hier überhaupt geht. Wenn das hier alles vorbei ist, dann fahre ich erstmal weg. Irgendwo hin, wo es schön ist. Und wo wäre das? Ach. Spanien, Italien, egal. Komisch, ich war noch nie weg. Ich meine, aus der Stadt. Ist doch eh überall das Gleiche, Mann. Na komm, mit der richtigen Cola kannst du überall die Sau rauslassen. Scheiß drauf, ich bleib lieber hier. Macht euch ja nichts aus, wenn wir euch duzen, oder? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich habe auf jeden Fall tierischen Hunger. Können die Bullen uns nicht was bringen? Ich meine, wir können die doch mal so richtig springen lassen. So ein schönes Steak mit Pommes und Ketchup und allem drum und dran. Ja, und ein paar Schlaftabletten. Nee, nee, das lassen wir mal besser. Wenn Sie wollen, ich habe noch einen Kuchen. Wie? Hat jemand Geburtstag oder was? Ja, ich. Klar, los! Ich hol schon mal die Teller. Ich würde so gerne mal zu Hause anrufen. Meine Eltern machen sich bestimmt Sorgen. Ja, von mir aus. Danke. Sag ihnen, dass du bald wieder da bist. Ja. Hallo Mama, ich bin's. Ja. Nein, mir geht's gut. Beruhige dich. Ja. Nein, sie haben uns nichts getan. Sie behandeln uns ganz gut. Ah. Ja. Nein, es wird schon alles gut gehen. Du hast es ja mitbekommen, jetzt wo das Geld da ist. Ja, natürlich. Ja. Ja. Mama, okay, ich muss jetzt Schluss machen. Grüß Papa von mir, ja? Und sag ihm, dass ich bald nach Hause komme. Tschüss. Happy Birthday, liebe Anna. Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunsch. Ja, alles Gute. Schneid schon mal die Kurve. Ist alles okay. Frauen als Geiseln. Sind Sie wirklich sicher? Wollt, dass denen nichts passiert. Hören Sie es lieber nochmal. Nein, das ist Georg. Ich meine, in der Kirche wirklich. Das glaube ich ja wohl nicht, ne? Dass der so ein Ding wirklich durchzieht. Hey, nicht gedacht. Aber der war schon immer irgendwie bekloppt. Was glauben Sie, was ich mit dem Idioten alles mitgemacht habe? Glauben Sie, es hat Sinn, wenn Sie mit ihm reden? Ich? Ich glaube, ich bin die allerletzte, auf die der hören würde. Ja, vielleicht. Und wer der andere sein könnte, fällt Ihnen da irgendjemand ein? Keine Ahnung, so kurz wie der draußen ist. Vielleicht einer aus dem Knast? Nee, egal. Ich lasse jetzt wieder nach Hause bringen und halte sie zur Verfügung. Ja, man weiß ja nie. Vielen Dank auch. Ich versuche rauszukriegen, mit wem der Paula sich in der letzten Zeit rumgetrieben hat. Ja, aber macht schnell. Okay, klar. Okay. Jetzt ist die Frage. Sagen wir dem Paula, dass er enttarnt ist oder nicht? Ich meine, wenn er wirklich so unberechenbar ist, dann kann der völlig durchdrehen. Andererseits, wenn er weiß, dass wir ihn kennen, vielleicht wird er dann zugänglicher. Sind die Ex-Frau eines der Täters? Was ist das für ein Typ? Kleinkrimineller? Gewaltverbrecher? Die Frage hat sich eh erledigt. Ich wollte auch mal ein großes Ding drehen, aber den hat eigentlich nie jemand richtig ernst genommen. Das haben eigentlich schon immer alle für einen Spinner gehalten. Wie tickt der? Ist er wirklich so gefährlich? Ja. Ja, würde ich sagen. Also jemand wie der, der hat sich einfach nicht unter Kontrolle, ne? Ein falsches Wort und die ganze Wohnung hat er schon mal zertrümmert. Und das mehr als einmal. Und hier, der wollte mich schon mal hier halb totschlagen, ne?
Und wenn die Nachbarn nicht die Bullen gerufen hätten, aber da hat er auch nicht aufgehört. Ihr müsst eigentlich komplett alles scheiße. Hello again. Fernsehen? Jawohl. Fahrenhaben ist einer der beiden Geiselnehmer inzwischen identifiziert. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um den mehrfach vorbestraften Hans-Georg Paula. Paula ist erst vor kurzem aus der Justizvollzugsanstalt Hamburg-Fuhlsbüttel entlassen worden, wo er eine mehrjährige Haftstrafe wegen wiederholtem Raub verbüßt hat. Er gilt als gefährlich. Um wen es sich bei seinem Komplizen handelt, ist bisher noch nicht geklärt worden. Die Polizei hofft jedoch auch hier auf eine baldige Identifizierung. Sobald wir neue Informationen haben, setzen das ändert gar nichts. Mach jetzt keinen Scheiß. Wir wissen, wer du bist. Lass uns die Sache hier zu Ende bringen, dann kommen wir alle mit dem blauen Auge davon. Wir beenden die Sache nur auf meine Weise. Mensch, Paula, ich mein's wirklich ehrlich. Frag deine Schwester. Meine Schwester? Was hat meine Schwester damit zu tun? Die sitzt hier neben mir. Wenn du willst, kannst du mit ihr sprechen. Georg? Das kann doch nicht wahr sein. Georg, ich bin's, Maria. Was machst du hier? Was machst du bei den Bullen? Die wollen, dass ich mit dir rede. Die wollen, dass du aufgibst. Das könnte denen so passen. Was sprichst du überhaupt mit denen? Du kennst die doch. Aber die haben versprochen, euch fair zu behandeln. Georg, gib auf. Ich hab solche Angst, du hast keine Ahnung, was hier draußen los ist. Die kennen uns gar nichts. Solange wir die Geiseln haben, können die uns gar nichts. Aber was haben denn die beiden Frauen damit zu tun? Die haben dir doch nichts getan. Auf wessen Seite stehst du überhaupt? Ich will doch nur, dass du dich nicht unglücklich machst. Noch ist es nicht zu spät. Warum sagst du das mir? Sag das lieber den Bullen. Wir haben doch immer zusammengehalten. Wir haben doch immer alles zusammen durchgestanden. Bitte, geh. Bitte. Ich kann jetzt nicht mehr zurück, Maria. Sag den Bullen, sie haben noch 10 Minuten. Dann läuft das Ultimatum ab. Dann ist endgültig Schluss. 10 Minuten? Das schaffen wir auf gar keinen Fall. Wir haben immer noch Probleme mit dem Geld. Sag mal, guckst du kein Fernsehen oder willst du mich verarschen? Ist der Bankfritz jetzt doch schon längst da mit der Kohle? Aber das ist das Erste, was ich höre, ehrlich. Davon hatte ich keine Ahnung. Das ist dein Problem. In 10 Minuten rollt die Kohle hier an. Und ich sag dir auch wie. Der Filialleiter taucht hier auf in Unterhosen und legt die Kohle direkt vor die Tür. Ist das klar? Mensch, Paula, muss das sein? Kann das nicht einer von meinen Leuten machen? Das könnte dir so passen. Ich hab gesagt, der Filialleiter. Und ich warne dich, versuch uns nicht zu linken. Du weißt ja jetzt, mit wem du es zu tun hast. Es tut mir leid. War ein Versuch wert. Was haben Sie denn jetzt vor? Ihr Bruder lässt uns nicht viele Möglichkeiten. Glauben Sie mir, mein Bruder ist kein schlechter Mensch. Der hat noch nie jemanden was... Der hat nur so viel Pech gehabt im Leben. Kann man nur so blöd sein? Die hat uns die ganze Tour vermasselt. Kannst du mir vielleicht sagen, wie es weitergehen soll? Halt's Maul. Ach ja? Sag das doch deine Schwester. Die hat uns doch mal den Bullen verpfiffen. Kein Scheiß. Maria verpfeift keinen. Die Bullen haben sie irgendwie reingelegt. Ach, Scheiße, was weiß ich. Scheiß Weiber! Bist du bescheuert? Was soll das denn? Ist doch scheißegal. Wenn die Bullen wissen, wer du bist, dann kommen die auch bald auf mich. Die werden deine Schwester schon auf Weiß kochen. Wer sie nicht? Da kommt wieder was. Der hat halt immer schon irgendwelche Hirngespinste im Kopf gehabt. Wollte auch mal ein großes Ding drehen, aber den hat eigentlich nie jemand richtig ernst genommen. Wir haben eigentlich schon immer alle für einen Spinner gehalten. Wie tickt der? Ist er wirklich so gefährlich? Ja, würde ich schon sagen. Also jemand wie der hat sich einfach nicht unter Kontrolle. Ein falsches Wort und der hat schon mal die ganze... Ich schätze, uns bleibt nichts anderes übrig. 11 Jahre im Knast und 14 das erste Mal. Einbruch, Diebstahl, die ganze Palette. Zuletzt ist er sogar im Knast auf seine Frau und mehrere Beamte losgegangen, hat sich schwer verletzt. Na bravo. Lesen Sie mal das psychologische Gutachten. Eine völlig haltlose, triebbestimmte und sittlich abgestumpfte Persönlichkeit mit stark ausgeprägten kriminellen Zügen. Und weiter, das Schlimmste. Ein fast moralischer Schwachsinn, keine moralische Gesinnung.
seit ich zurückdenken kann, war Georg immer für mich da, für mich und meine Tochter. Er hat mir immer geholfen. Auch wenn es ihm schlechter ging als mir. Ich weiß, dass es falsch ist, was er gemacht hat. Und ich hoffe auch, dass er das auch so sieht. Aber er ist nun mal mein Bruder. Wir bereiten die Geldübergabe vor. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Wohl ist mir nicht dabei. Sie müssen wirklich nicht, wenn Sie nicht wollen. Lassen Sie mal. Ich kann noch mal versuchen, mit Ihnen zu reden. Ich bin froh, wenn ich überhaupt was tun kann. Jeder würde verstehen, wenn Sie sich weigern. Ich kenne die Frauen schon seit Jahren. Ich will, dass es so schnell wie möglich für Sie vorbei ist. Haben die gesprochen mit Ihnen? Was ist denn los? Worauf wartet ihr? Wie sieht's aus da drin? Zielobjekt nicht eindeutig zu isolieren. Legt der Geisel irgendwas um den Hals? Wer kann das überlegen? Ich kann ihn immer noch nicht trennen. Was ist mit dem anderen? Was ist mit den Geiseln? Bei mir das Gleiche. Irgendwas haben die vor. Und wie sieht's hinten aus? Vorbereitung jeden Moment abgeschlossen. Ziehen uns zurück und warten auf weiteren Befehl. Achtung für Zugriff. Scheiße. Das ist ja eine Frau. Das ist ja eine der Geiseln. Abbruch! Abbruch! Keine Maßnahmen! Aktion sofort einstellen! Diese Schweine. Diese linken Schweine. Was ist? Der Schlüssel! Anna! Jetzt mach! Lassen Sie mich durch, bitte! Komm jetzt! Warum tun Sie denn nichts? Warum hilft denn keiner? Anna! Mach jetzt! Ich hab schon nicht mehr dran geglaubt. Red ist so viel hier. Hier, der Schlüssel zum Paradies. Öffne dich. Das wollte ich schon immer mal.
Guck dir das an. Hier ist die Kohle. Alles kaufen, guck dir das an. Paula! Hey, Paula! Der Wagen ist jetzt da! Fahr hier rüber! Türen und Kofferraum auf! Ja, okay. Scheißkarre! Ich hab eine andere bestellt! Hör mal, Paula, du vergisst, es ist Urlaubszeit. Das ist der einzige Wagen, den wir noch auftreiben konnten. Okay. Und? Karas, schnell, wir rufen wieder an. Wir kommen erst raus, wenn es dunkel ist. Alter Scheiße. Was? Und was ist mit uns? Sie haben doch gesagt, Sie lassen uns laufen, sobald Sie das Geld haben. Ich meine, Sie haben doch jetzt alles bekommen, was Sie wollten. Du hast doch gehört, was ich gesagt habe. Wir fahren, wenn es dunkel ist. Und zwar zusammen. Aber Sie haben es doch versprochen. Ich habe gar nichts versprochen. Was glaubst du, was passiert, wenn wir euch jetzt laufen lassen? Was glaubst du, was Sie mit uns machen? Hältst du uns für bescheuert? Wir bleiben so lange zusammen, bis wir in Sicherheit sind, bis es klar ist, dass die Bullen uns nicht mehr verfolgen. Klar? Los, pack das Geld zusammen. Hier ist die Tasche. Und du mach gleich mit, komm. Warum erst, wenn es dunkel ist? Warum so lange warten? Weil wir die dann besser abhängen können. Darum. Herr Lengsfeld, wie fühlen Sie sich? Haben Sie große Angst? Wie ist das, den Tätern so Auge in Auge gegenüberzustehen? Ich kann es immer noch nicht richtig fassen. Man hört immer nur von solchen Sachen, aber dass es einen selbst trifft. Warum haben Sie es überhaupt auf sich genommen? Das war ich meinen Mitarbeiterinnen schuldig. In so einer Situation kann ich nicht nur dastehen und tatenlos zusehen. Fühlen Sie sich jetzt als Held? Als Held? Ich? Ich denke, das trifft eher auf die beiden Frauen zu. Den Mut verlieren. Wir haben es doch so weit geschafft. Den Rest, den stehen wir jetzt auch noch durch. Sie müssen an Ihre Familie denken. Anna. Gemeinsam schaffen wir es. Das haben Sie doch selbst gesagt. Sie dürfen jetzt nicht aufgeben. Wir müssen doch zusammenhalten. Bitte, Anna. Versprechen Sie mir, dass Sie mich nicht im Stich lassen. Egal, was passiert. Ich verspreche es. Nach fast 10 Stunden gibt es immer noch keine Fortschritte im Geiseldrama von Harburg. Obwohl die Polizei bisher allen Forderungen der Bankräuber nachgekommen ist, halten sich die beiden... Gespenstische Ruhe herrscht vor der kleinen Filiale der Stadtsparkasse von Harburg.
Hunderte von Schaulustigen sowie ein Großaufgebot. Weder das Angebot der Staatsanwaltschaft auf Strafminderung noch die Übergabe des Lösegeldes konnten die beiden Täter dazu bewegen, ihre Geiseln zu lassen. Oder ob sie gemeinsam mit ihnen die Flucht antreten werden. Auf alle Fälle hat sich die hiesige Polizei darauf verständigt, nicht gewaltsam einzugreifen. Sowie die Angehörigen der beiden Geiseln haben unterdessen noch einmal eindringlich an die Polizei appelliert, nicht gewaltsam gegen die Täter. Über den Zustand der beiden Frauen gibt es derzeit keine neuen Erkenntnisse. Nach bisherigen Erfahrungen muss man jedoch von einer außergewöhnlichen großen vermutet, dass sie bis zum späten Abend in der Bank verharren, um dann im Schutz der Dunkelheit. Bleibt also nur abzuwarten, wie sich das Drama in Harburg weiterentwickelt. Komm, mach 10. Ich kann hier keinen Saustall hinterlassen. Die kleinen Scheine packe ich auch ein. Ja, mach mal. Zieh euch zurück, los, los! Mach keinen Scheiß! Sonst knallt's! Ja, komm, fahr los! Die ganze Scheiße macht mich nervös! Nur keine Angst! Keine Angst, ich bin wieder weg! Wir fahren die Ängste mit Mami hin. Ich weiß es nicht, mein Schatz. Ich weiß es nicht. Zurück, bitte. Wo waren Sie denn? Zurück. Pressefuzzis. Scheiße. Oh, ich glaube, die sind wir jetzt los. Und die Bullen? Keine Ahnung, was meinst du? Nach mehr als 12 Stunden verließen die beiden Täter zusammen mit ihren Geiseln die Bank und befinden sich seitdem auf der Flucht. Nach Angaben der Polizei hat man, um das Leben der beiden Frauen nicht zu gefährden, von einer Verfolgung Abstand genommen. Das kann den Blöden erzählen. Lediglich von mehreren Pressefahrzeugen begleitet, während die beiden Räuber in ihrem Fluchtwagen des Straßen- und Stadtgebietes. Was sie damit bezwecken, überlässt sich nur spekulieren. Der hier ist garantiert verwandt. Verdammte Scheiße, was machen wir jetzt? Egal, wir sind mit allem Mann dran. Passt ja auf. Wo wollen die hin? Was weiß ich? Ich glaube, die machen eine Stadtrundfahrt. Also entweder haben die überhaupt keinen Plan oder die sind unglaublich schlau. Dann müssen wir eben an allen Ausfallstraßen Köder auslegen. Vielleicht beißen sie ja an. In der Gaststätte zum Grünen Jäger kam es dann schließlich zu einer wilden Schießerei. Als einer der Gangster, Hans-Georg Paula, versuchte, ein neues Fluchtfahrzeug zu kapern, jedoch ohne Erfolg. Kneipengäste und Pressevertreter kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Als sie reinkamen und anfing, mit der Karre rumzufuchteln, ich wusste sofort, wer das war. Die wollten nicht mehr wieder draußen, der da auf dem Parkplatz steht. Aber der gehört zu keinem. Mich hat er mit der Waffe bedroht. Als ich ihm gesagt habe, dass ich den Besitzer nicht kenne, ist er völlig ausgerastet und hat hier rumgeballert.
Später dann, für alle unerwartet, legten die beiden Geiselgangster noch einen kurzen Zwischenstopp an einer Imbissbude ein, wo sie sich in aller Seelenruhe mit dem nötigen Proviant versorgten. Anschließend steuerten sie sogar noch eine dienstbereite Apotheke an. Der Mann verlangte eine Schachtel Vesperax und ein Mittel gegen Erkältung. Als ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe, dass Vesperax rezeptpflichtig sei, zog er seine Waffe. Hat er sonst noch was gesagt? Nein, er hat anschlusslos bezahlt und sich auch noch das Wechselgeld zurückgeben lassen. Die Polizei muss sich nun die Frage gefallen lassen, ob ihr Konzept des freien Abzuges nicht gescheitert ist, ob dadurch nicht sogar weitere Menschenleben gefährdet sind. Dazu Josef Karas von der Hamburger Polizei. Sie wissen, dass eine solche Vorgehensweise immer mit Risiken verbunden ist. Dennoch muss für uns das Leben der Geiseln im Vordergrund stehen. Wir können gar nicht anders handeln. Deswegen haben wir jede Verfolgung eingestellt. Sind Sie denn wirklich davon überzeugt, dass die beiden Gangster ihre Geiseln laufen lassen? Nach unseren bisherigen Erfahrungen ja. Ich gehe davon aus, dass die Täter, sobald sich sicher fühlen werden, dass sie die Geiseln an einer entlegenen Stelle freilassen werden. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Wir haben Glück, Sie haben angebissen. Sie haben sich auf einer Tankstelle einen unserer Wagen geschnappt und sind damit weg. Haben Sie gesehen, wie blöd er aus der Welle geguckt hat? Der ist die Schwarzegger, dass er gerade noch vollgetankt hat. Damit können wir erstmal ein Stück weiter. Und wohin? Wohin? Erstmal weg hier. Werden wir weitersehen. Wenn du Lust hast, kannst du ja was aussuchen. Ich? Warum ich? Ich weiß nicht. Mein Gott, immer muss ich alles wissen. Münster. Münster? Ha, mein Bruder wohnt da. Vielleicht können wir da ja unterkommen. Wie komme ich da hin? Was fragst du mich? Na, ich denke, du warst schon mal da. Keine Ahnung. Guck doch mal nach, vielleicht ist da irgendwo eine Karte oder sowas. Was fehlt uns ja gerade noch? Da ist nichts. Das ist überhaupt nichts. Komisch. Das gibt's doch nicht. Da ist doch was faul. Was soll sein? Vielleicht ist der Wagen neu. Man hat immer was im Wagen. Der eben nicht. Das ist doch bestimmt wieder ein Trick. Wir kommen hier nie raus. Wir kommen nie wieder nach Hause. Die bringen uns doch alle um. Los, jetzt wieder die Laune. Der Wagen ist okay. Ihr habt gehört, kriegt raus, wo der Bruder von Rafczyk wohnt. Dann alarmiert die Kollegen in Westfalen. Die sollen übernehmen. Ich fahre inzwischen ins Präsidium. Was hast du denn vor? Ich komme gleich. Ich bin's. Georg, wo bist du? Mach dir keine Gedanken. Es ist alles okay, ich habe alles unter Kontrolle. Mach dir doch nichts vor. Wo willst du denn jetzt hin, wo dich jeder kennt? Du bist doch bekannt wie ein bunter Hund. Mit dem Geld können wir überall untertauchen, irgendwo von vorne anfangen. Maria. Guck dir das an, die Bullen haben uns doch gelingt. Wir müssen abhauen. Bitte, Maria, macht euch fertig, ich hole euch ab. Lass uns zusammen. Das ist doch Quatsch. Hier ist alles voller Polizei. Die überwachen mich doch jetzt auch. Georg, gib auf! Die Bitte sind gleich da! Ich melde mich wieder. Georg! Im Fall der beiden Geiselnehmer ist es der Polizei inzwischen gelungen, neben Hans-Georg Paula auch den zweiten Täter zu identifizieren. Es handelt sich dabei um den 32-jährigen Ulrich Rafczyk. Ähnlich wie sein Komplize ist auch er mehrfach vorbestraft. Nach unseren bisherigen Erkenntnissen sind die beiden bereits seit frühester Jugend miteinander befreundet und haben seitdem immer wieder gemeinsam kleinere Eigentumsdelikte begangen. Wenngleich Paula als Drahtzieher gilt, ist auch Rafczyk als gefährlich einzustufen. Gut, dass Sie kommen. Wir haben Sie verloren. Was? Wie ist es möglich? Wo? Das hier war Ihre letzte Position. Unsere Leute sind schon unterwegs. Wie lange ist es her? Ein paar Minuten. Wir können es auch nicht erklären, was passiert ist. Vielleicht haben Sie den Sender doch entdeckt. Ich dachte, die hätten es geschluckt. Was ist denn da in der Nähe? Absolut nichts. Bis auf die Autobahn. Können wir nur hoffen, dass Sie wirklich nach Münster fahren. Die Kollegen dort sind doch informiert, oder? Die haben alle Kenntnis. Dann können wir nur hoffen, dass Sie mehr Glück haben. Immer noch befinden sich die beiden Täter mit ihren Geiseln auf der Flucht. Nach der nächtlichen Irrfahrt durch Hamburg, die in einer wilden Schießerei gipfelte, ist jeglicher Kontakt zur Presse abgerissen. Die Polizei kann derzeit keinerlei Angaben über den Verbleib des Fluchtfahrzeuges machen.